Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Persona 3 Reload. Ich werde jetzt erstmal wieder zum Minijob gehen. Käfer? Diese berüchtigten Käfer immer. Vor allem Club, wo du gar keinen Eintritt zahlst, ist auch geil. Ist das wo? Okay, besser, wo einfach niemand davor steht, um dich zu überprüfen. Das geht. Ey, wie hast du bei der Prüfung abgeschnitten? Ich habe Mitsuru gar nicht angesprochen. Was? Du Verräter. Alter, ich bin der Lachnummer. Weißt du, was die zwei süßen Mädels aus dem ersten Jahr gesagt haben? Hast du die Prüfungsergebnisse gesehen? Vor allem die von Iori-Senpai? Er hat eine ganz schön große Klappe im Gegensatz zu seinem Gehirn. Verstehst du, was ich hier durchmache? Mein Herz ist gebrochen und wir bekommen nicht mal ein neues Mädchen ins Team. Nein, warte, es ist zu früh, um die Hoffnung aufzugeben. Sie hat ja noch nicht geantwortet. Wie könnten wir sie überreden, uns beizutreten? Ich sollte mir überlegen, was ich zu ihr sage, um sie zu überzeugen. Wir haben doch schon Yukari. Ja, okay, Yukari mag dich jetzt nicht unbedingt. Dann haben wir Kenji. Hey. Du bist frei, oder? Lass uns abhängen. Schöne Warp. Yep. Ey, weißt du, wie man eine Beziehung mit einem geliebten Mädchen rettet? Man hängt zusammen ab, plaudert und lernt sich besser kennen, oder? Aber du musst auf deine Worte achten. Falls du das Falsche sagst, löst sich alles in Rauch auf. Und dann ist es vorbei. Schluss aus. Vielleicht wird es auch nicht so schlimm, aber... Falls es doch passiert, was solltest du tun? Am besten bettelst du auf Händen und Knien um Vergebung. Selbst wenn das Tage dauern kann. Nicht, dass es mein Problem wäre. Keiner kennt Emiri so gut wie ich. Wer zur Hölle ist Emiri? Heißt die so? Endlich sind die Prüfungen vorbei. Alter, ich hab mich für Emiri ins Zeug gelegt. So eine Freundin ist eine echte Motivation, oder? Brichst du eigentlich auf? Perfekt, wenn das so ist. Lass uns zu Wild Duck, es gibt viel zu bereden. Yeah, Emiri is... Oh, that's Miss Kano's first name. Anyway, Emiri's really popular with the guys. And I kind of took her away from them, you know? Like she became my girl before they even had a chance. Turns out Emiri's a really strict teacher when it comes to grades. At home, though, she's a real sweetheart. I love how her attitude changes when she's with me. Yeah, good-looking people just flock together, you know? It's like a law of attraction. Oh, hey, I didn't mean to hit a nerve. Come on, don't worry, we're still gonna hang out, all right? Anyway, what about you? Make any progress with Takeba-san? I feel guilty hogging all the happiness, so I'm gonna wish for you to be happy too. And hey, don't tell anyone about me and Emiri, okay? Because teachers aren't allowed to date students. I only told you because I trust you. Tomochika vertraut mir zutiefst. Der hat eine viel zu coole Stimme im Remake. Ich hab den immer so als nervige Stimme vorgestellt. Du hast noch nicht mal gegessen. Ihr habt euer Essen gar nicht gegessen. Ich hätte die Unterhaltung an einem passenden Punkt beendet und bin nach Hause gegangen. Mann, Rio, wieso stehst du auf den? Ich weiß, dass alle gerade über die neue Rekrutin reden, aber erwarte am Anfang nicht so viel von ihr. Bei einem heftigen Kampf sollten wir sie nicht gleich an die Front werfen, wenn sie bei uns überhaupt mitmacht. Aber da komme ich ja ins Spiel. Ich muss die vielen verpassten Kämpfe wettmachen. So dance,
Hier stehen verschiedene Pläne und Kontaktdaten. Hier kann man auch in den Tartarus hilft. Wo kauft man denn dann Samen? Was ich mich gerade auch frage, was hat es eigentlich mit dem Laden hier auf sich? Kann man da rein? Nee, das ist total teuer, also das ist halt... Nee. Ah, da bekommen wir nochmal extra Gehalt. Der Kaktus, den ich in einem 100-Yen-Laden gekauft habe, ist gar nicht echt. Kein Wunder, dass er nicht verwelkt ist. Und ich dachte, ich pflege ihn so gut. Das ist zu lustig. Und du hast ihn die ganze Zeit so pflichtbewusst gegossen. Wenn du eine echte Pflanze kaufen willst, hol dir eine im Baumarkt oder bei einem richtigen Blumenladen. Ja, ich glaube, ich kaufe ihn... Ah, stimmt, der Blumenladen. Ja, es gibt einen Blumenladen. Ich glaube, da kann man wahrscheinlich auch dann Samen kaufen. Port Island, da waren wir noch gar nicht. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Das ist da, wo wir angekommen sind am Anfang des Spiels. Da gibt's auch das Kino. Die verkaufen jetzt wohl auch Setzlinge. Okay, ja. Okay, dann weiß ich wo. Dann gehen wir da heute mal hin. Und Blumen kann man auch gut verschenken. Sollte halt sehr wahrscheinlich ein Mädchen dann sein. Okay, der will abhängen. Sonst gar niemand. Doch, alles sind hier. Dann machen wir den Schülerrat auch mal ein bisschen weiter. Ich habe ein paar Stunden beim Schülerrat verbracht. Die Zeit fliegt nur so, während ich fleißig bin. Thanks for all your hard work today. Well then, please excuse me. Oh, can I borrow you for a moment? I'd like to hear your opinion on something. It's nothing serious, but some students think the school uniform should be abolished, and they're gathering supporters. Yes, because it is nonsense. They think the Schüler uniform is total cool. Rules. It's ridiculous, plain and simple. Without rules, the whole system will collapse. They're mistaking selfishness for freedom. Sorry, overreacted a bit there. I hate people with no common sense. I have very little desire to talk to them. And don't take that the wrong way.
I just want you to understand where I'm coming from. Langsam vertraut mir oder Giri mehr und mehr. Ich fühle, dass wir bessere Freunde werden. Why don't you head on home? I'll lock up here when I'm finished. Get home safely. Ich verließ das Schülerratzimmer und ging zum Wohnheim zurück. Welcome back. Ja, stimmt, das wird dann natürlich mit der Zahl natürlich, ne? Nee, warte mal, wir gehen erstmal. Ich hatte noch auf. Ich glaube, ich bin falsch. Oder muss ich tagsüber dahin? Was geht, Alter? Na, was meinst du? Fuka. Ich meine Yamagishi. Ah, okay, hier wurde eh gerade der Name gesagt. Dieses Mädchen, Fuka Yamagishi. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sie in unser Team kommt. Alter, ich habe sie sogar gesehen. Und ja, sie sieht etwas zerbrechlich aus, aber deswegen will ich nur noch stärker für... Will ich nur noch stärker für uns beide sein. Also, ich weiß ja nicht, was du an Fuka hast. Mal sehen, heute geht es in unserer Geschichte um die Kofun-Zeit. Obwohl ich weiß nicht recht, selbst ich könnte Tonstatuen zusammenpanschen, die besser aussehen als die von damals. Das ist sehr respektlos. Aber wahrscheinlich auch wahr. Ich kann es kaum abwarten, die Sengoku-Zeit zu erreichen. Die ist so viel spannender. Apropos Sengoku-Zeit. Da gab es einen General, den man den Falken des Schlachtfelds nannte. Scheint wieder einmal eine Stunde über Sengoku zu werden. Du bist müde. Ja, bleib wach. Und so bekam diese Epoche den Namen Sengoku-Zeit. Ihr wollt mehr über die Kofun-Zeit hören? Na, wenn es sein muss, seht euch das Kitora-Grab in Nara an, das ist berühmt. Dann setzen wir jetzt wieder auf Wissen, dass das auch steigt. Weil diese drei, also die müssen, ich weiß nicht, ob die für jeden Max sein müssen, aber... fast bei jedem. Rennen wir los, okay, dann. Aber ich mag es immer noch, dass es, dass der Soundtrack immer noch so einen frühen 2000er-Vibe hat. Das ist also eigentlich ein später 2000er-Vibe. Später 2009. Hey, ja, der Plan für heute. Zeit fürs Training, kommst du mit? Wir können zuerst ins Futtern gehen. Oh, da ist aber jemand heiß. Gegen mich hast du aber keine Chance. Dann lass uns laufen. Alright. Komm schon, gib alles, was du hast.
Das ist seltsam. Die Anzahl der Appetitsyndrom-Opfer nimmt wieder zu. Offenkundig war das Ablachen der Fallzahlen nur vorübergehend. Wozu kämpfen wir denn überhaupt? Bleiben wir untätig, sind irgendwann alle wie die Verlorenen. Dank unserer Bestrebung konnten wir das bisher verhindern. Ja, da hast du wohl recht. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie die Stadt aussähe, wenn wir nicht unsere Personas hätten. Wahrscheinlich tot. Im Fanbuch ist auch ein Mitgliedschaftscode enthalten, den man auf der offiziellen Website eintragen kann. Werfen wir mal einen Blick auf die Umiyoshi-Website. Nur für Mitglieder, exklusive Abholvorteile. Wenn ich mich anmelde, kann ich bei Umiyoshi Essen zum Mitnehmen bestellen. Ich soll den Mitgliedscode eingeben, Umiyoshi-Bandbuch. Ist es der Code? Danke fürs Registrieren, hoffentlich schmeckt dir das Essen von Umiyoshi auch zu Hause. Jetzt bin ich als Mitglied registriert. Du kannst jetzt bei Umiyoshi in der Ewa-Datei Einkaufsstraße Essen zum Mitnehmen bestellen. Ist es eine Art Highlight-Item? Wahrscheinlich, ja. Einer von den Jüngeren aus meinem Club meinte gestern, dass jemand aus dem zweiten Jahr gemobbt wird. Was ist ja krass, wer denn? Keine Ahnung, ich weiß nur, dass es wohl ziemlich heftig ist. Ich dachte immer, in unserer Schule ginge es friedlich zu, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Aus meiner Jahrgangsstufe wird jemand gemobbt, habe ich gehört. Ruhe bitte, beginnen wir mit dem Unterricht. Ich habe beschlossen, das heutige Thema zu ändern. Wir widmen uns nochmal dem integrierten Lernen, da Herr Ikoda heute früher gehen musste. Er meinte, er fühlt sich nicht wohl. Ich fand, er sah ganz gesund aus. Ein guter Rat vorab für euch. Passt immer gut auf, wo ihr reinbeißt. Letztes Mal haben wir die Grundlagen der Magielehre behandelt. Heute widmen wir uns der tieferen Meditation. Zuerst betrachten wir die Arten, auf die Magier meditieren. Um euren Kreativdrang zu stärken, die Quelle eurer magischen Energie. Beobachtet Objekte aus der realen Welt genau und bildet sie vor eurem geistigen Auge detailgetreu nach. Das ist der westliche Meditationsstandard, aber ich möchte euch gerne auch den östlichen erläutern. Die Meditationskunst wurde ursprünglich im Osten verfeinert. Moderne Magier haben aus ihr ihren eigenen Meditationsstil abgeleitet. Ihr sucht die richtige Position, atmet tief durch und beruhigt euren Geist. Das ist die Grundlage des östlichen Standards. Zum Meditieren braucht es eigentlich nicht viel. Nur etwas Freizeit und eine relativ ruhige Umgebung. Es dauert nicht lange, aber eine gute Session sollte mindestens 15 Minuten dauern. Session. Kommen wir zum Praktischen. Erstens die Körperhaltung. Nehmt eine bequeme Position ein. Die meisten mögen den Schneidersitz, aber ihr könnt euch auch in die Lotus-Stellung begeben, auch genannt Kekafusa. Ihr könnt sogar auf einem Stuhl meditieren, solange eure Haltung bequem ist, funktioniert sie. Sobald ihr entspannt atmet, schließt oder bedeckt eure Augen und lasst auch den Rest eures Körpers entspannen. Nun, da ihr körperlich vorbereitet seid, konzentriert euch auf Geist und Seele. Stellt euch ein Symbol vor, ein simples Bild, zum Beispiel einen großen Baum oder den Mond. Wenn ihr wollt, kann es auch der Gott eures Glaubens sein. Achtet nur darauf, euch nicht zu zwingen, euren Geist zu lehren. Das ist ein gängiges Missverständnis. Die meisten Menschen können das ohnehin nicht und es zu tun kann gefährlich sein. Ihr könntet die Kontrolle über euch verlieren. Also, was haben wir gelernt? Meditation kann mittels Ikonografie ergänzt werden und sollte nicht auf einem leeren Geist ruhen. Selbst christliche Gebete können eine Art der Meditation sein, wenn sie mit genug Hingabe praktiziert werden. Wobei in dem Fall das vorgestellte Symbol aus anderen Gründen zugegen ist als meditative Stütze. Es kann gefährlich sein, in die Tiefen seines Bewusstseins vorzudringen, aber mit einem klaren Symbol vor Augen verhindert ihr abzustürzen und anheimzufallen. Versucht heute Abend zu meditieren, wenn ihr wollt. Das war's für heute. Gott.
What a workout. I gotta teach those first years how to clean up properly. So then, I pretended to take a picture with my cell phone, and she totally freaked out and started crying. It was like we caught her red-handed or something. You should have seen the look on her face. It was priceless. Wow, that's pathetic. Was war das für eine Chimpmunk-Lache? They're making fun of someone? Bullies. Huh? Did you hear a voice? It's calling me. Huh? What voice? I don't hear anything. Oh. Maki? What's going on? Are you listening to me? Maki? Hello? Oh. Huh? Are you feeling all right? Yeah, sorry. What were we talking about? They're finally gone. Ugh, I can't stand girls like that. Mein Gott. So viele Nachrichten. I'm counting on you. For both our sakes. I understand. Oh! Hey, Odagiri, what was that about? What did he mean by for both our sakes? He just wants to create a better school environment, so he simply asked a student fit for the job. Just like how the president asked him to join the student council to help out. What? You can't decide something like that without talking to the president first. Someone found a cigarette butt in the boys' bathroom, and that teacher wants the disciplinary committee to look into whose it was. Someone has broken school rules. It's only natural that I'm involved in finding and holding the transgressor accountable. Look, you have two choices. Either help out and prove you can be trusted, or refuse and prove you can't. People like you and me have to deal with a lot of crap around here, don't we? Oder Geri hat hohe Erwartungen an mich. Ich fühle, dass wir bessere Freunde werden. Freunde. Well then, I'll be excusing myself. Don't ignore me, you kiss ass! Student council members shouldn't be fighting like this, should they? I better go tell the president. Ich bin für heute fertig, also gehe ich nach Hause. Okay, gut, Leute, wie ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter bei Persona 3. Reload. Und bis dann, ciao.